Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 3 mit meiner 5. Staffel und der nun 54. Folge. Immer noch am 30.11. in der Vorproduktion. Und bevor es aber losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dem lieben Wolfgang Galler. Denn der Wolfgang hat am 26.02.2021 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Herz Nummer 432. Der Wolfgang verschwindet aber wieder und ich habe diesmal vor 4 Uhr morgens gestartet, ihr Lieben, mit der Aufnahme, denn es ist einiges passiert über Nacht. Ich weiß nicht, was die Leute für ein Problem haben. Die Holdhouses, sowohl die Anne als auch der Edgar, haben mich jetzt hintereinander weg ausgelacht und denunziert. Die stehen jetzt bei mir bei minus 4 Punkten und ihr wisst, ab 5 Punkte erkläre ich die Fehde. Ab minus 4. Bei Pluspunkte Allianzangebot, wenn es geht. Oder Mittel zum Zweck. Ja, auf jeden Fall, der Robin hat über Nacht wieder ein bisschen was hergestellt. Und in eurer Abwesenheit habe ich doch schon mal eine Sache machen müssen. Und zwar habe ich mich auf das Amt des Torwächters beworben. Das hatte eigentlich nur eine Bewandtnis, warum ich das ohne Aufnahme gemacht habe. Bewerberschluss war 14.07, 1.55 Uhr. Und wenn ich um 4 Uhr morgens die Aufnahme mal starte, damit ihr hier ein bisschen Tageslicht sehen könnt. Und so weiter und so fort, ne? Witzigerweise hat sich jetzt sogar noch der Crouch kurz vorher dort eingetragen. Ich war vorher der einzige Bewerber. Mist. Wie ist denn euer Ansehen? Ne. So. Crouch. Ansehen 0. Ich? 100! Achso, bei mir. Bei mir selbst. Ja, okay. Beliebtheit? Crouch. Hafenviertel? Plus 4. Ich? 3. Okay. Könnte witzig sein. Werden. Tun. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wir lassen die Zeit erstmal wieder laufen. Wir gucken nochmal rein. Der erste Sohnemann, der Matthew, der ist ja nun bald soweit. Oder ist er sogar schon soweit? Ich muss mal schauen. Ich weiß immer nicht, ob 5 Jahre oder 6 Jahre das Alter war, wo die Kinder schon was machen konnten. 5. Alles klar. Liebste Frau. Du bist jetzt nicht mehr beschäftigt, jedenfalls nicht mit dem, womit du gerade eben noch beschäftigt warst. Du kommst jetzt mal in unseren ersten wirklichen Großbetrieb rein, in die Tischlerei. Der Matthew? Ich überlege gerade, ob ich das jetzt schon mache oder einfach mal ein bisschen abwarte, bis wir die ersten Verkäufe haben. Ich warte jetzt tatsächlich mal ein bisschen ab, bis wir die ersten Verkäufe drin haben. Einige Kämme sind auch über Nacht rausgegangen. Die Leute gehen nachts raus, um sich einen Kamm zu kaufen. Vollkommen verständlich, mache ich auch, vor allem bei meiner Haarpracht. Okay, heute habe ich keine Kamera drin. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich habe eine Glatze. Genetisch bedingt. So. Anstellen. Dynastiemitglied. Was? Ach so, ja klar, stimmt. Ich muss natürlich erstmal sagen, dass bei mir zu Hause unsere Luciana keine Angestellte mehr ist. Beschäftigt. Achso, das hätte ich ja auch darüber machen können, indem ich sie anwähle, ne? So, sie wird jetzt hier entlassen. Ja, so ist das halt, ne? Und das Gute ist, jetzt braucht sie eigentlich auch keinen Ansehensbonus mehr. Ne? Das heißt, die Kämme gehen auch in den Verkauf. Ist sie denn schon da? Nee, jetzt hat sie natürlich wieder abgebrochen. Sicher. Moment. Dahin. Weil ich sie entlassen habe, während sie unterwegs war. Ja, okay. Wir verfolgen sie mal ein bisschen. Man, die läuft so langsam. Ich beschleunige den ganzen Bums hier mal wieder. In der Zeit können jetzt unsere anderen Betriebe schon mal anfangen, wieder anzulaufen. Schon die ersten Sachen wieder verkaufen. Robin verarbeitet noch das restliche Eichenholz, wie sich das gehört. So, liebe Luciana. Du hast ja aufgrund deines Prunkgewandes einen relativ hohen Bonus auf Falschen. Da, plus 10 hat sie bekommen, zu ihren von Natur ausgegebenen 1,25, die wiederum durch Klugheit und Charisma kommen, wovon sie beides nicht so viel hat. Aber sie war jung und ich brauchte das Geld. Nee, ihr wisst schon, was ich meine. Vor gleich anstehen, zackte Bombe, die Luciana. So, aber die Kämme nimmst du jetzt bitte wieder raus hier und versuchst sie dann ebenfalls zu verkaufen. Warum bist du jetzt pausiert? Verstehe ich jetzt nicht. Nimm mal das Kiefernhäuschen mit. Alles. Weil im Moment brauche ich es einfach nicht. Im südlichen Viertel, was ja direkt nebenan ist, bekommen wir fast den Bestpreis, weil es gibt 0 Kämme vor Ort. Finde ich ja schon mal dufte. Oh. Fast vergessen.
gleich mal Wiederholungsmodus eingestellt hier, ne? Dann laufe ich doch jetzt einmal manuell mit ihr hier rüber ins südliche Viertel. Und ich bin sogar am Überlegen, ob ich ihr sogar noch ein Pferd gebe. Also jetzt schon. Aber vorher wollte ich noch eine andere Sache machen. Während sie rüberläuft, wird es Zeit für ein neues Zuhause. Auch wenn es teure 3000 sind und ich später nochmal 12 und dann nochmal später 36.000 ausgebe, möchte ich jetzt gerne ein Bürgerhaus haben. Ich finde das hier immer ganz dufte mit diesen überdachten Fenstern. Weniger ist oft mehr. Ist das niedlich? Ist das klein? Oh, ist das schön? Ich mag's. Darf ich hier bauen? Ich dürfte hier bauen. Interessant. Also könnte es sein, dass hier wirklich auch ein Lagerraum hinpasst, ein Lagerhaus. Dann setze ich mein Haus selber jetzt einfach hier drüben hin. So. Wird gebaut. Luciana, wie weit bist du? Schon über die Brücke gelaufen. Sehr schön. Da merkt man erstmal, wie krass entschleunigend das Spiel sein kann, ne? Wenn man das hier langsam laufen lässt. Also nicht langsam, sondern auf normale Geschwindigkeit laufen lässt. Ich wollte gerade sagen, es ist ja neblig wie in London hier, aber zum einen sind wir in London und zum anderen war es nur Baustaub. So, 2500 haben wir. Das heißt, zum Einkaufen haben die Leute noch genug Geld. Was? Ich habe eine Tischlerei gebaut und gerade noch ein Bürgerhaus. Aber danke der Nachfrage. So. Wir verkaufen mal die Kämme. Oh. 263. Wir schauen nochmal. Guck mal hier, ich komme über den Maximalpreis aufgrund ihres Bonus. Oh, ein bisschen Kiefernholz verkaufen, so. Sie haben keine Reitpferde, nein. In Tower of London sind sie gerade. Für 1,5. Dann laufen wir nochmal schnell rüber. Tower of London war doch hier drüben, ne? Ja. Wenn sie jetzt wirklich schnell genug läuft, könnte das sehr gut für uns aussehen. So, vorher möchte ich aber die Familie umziehen lassen. Und dann kann es sein, dass sowohl Luciana als auch Robin gerade mal gebremst werden in ihrem Handeln und Tun. Dann werde ich vorher mal Matthew sagen, der zu Hause ist. Er soll die Waschlappen mitnehmen. Ja. Achso, das hier alles rausnehmen. Und die Blumensträuße mitnehmen. Dann sage ich ihm jetzt schon mal, dass er hier hinlaufen soll. Und dann sage ich hier, wie ging es nochmal? Warte mal, ist das jetzt... Das ist jetzt automatisch schon mein neues Zuhause geworden, ohne dass ich es gesagt habe? Oha? Oha? Weil eigentlich zahlt man immer nochmal 500 dafür, um umzuziehen, ne? Interessant. Okay. Die Familie Panier war uns gegenüber schon oftmals freundlich. Beziehungsweise freundlich im Sinne von, sie haben uns nicht ständig denunziert und einmal haben sie uns auch gelobt. Ich möchte mal mit der Stadtdienerin Iris sprechen. Oder mit Jörg? Nee, ich spreche mit Jörg, oder? Wo ist die Frage? Was ist entscheidend bei Verhandlungen? Ach, guck mal einer, schau. Mein aktueller Wohnsitz kann nicht angeboten werden. Achso, ich pausiere mal kurz die ganze... ich pausiere nicht. Ich mache mal ein bisschen langsamer so. Die ganze Geschichte. Gibst du mir dafür vielleicht... 800. Freundschaftspreis. Komm. Was meinst du? Anbieten? Schade. Hat mich das jetzt Ansehen gekostet? Gute Frage. Ich probiere noch einen Handel. Wenn ich es dir schenke... Ja, obwohl, schenken will ich auch nicht. Mal 200, was meinst du? Wir haben jetzt ein Ansehen von 1. War doch so, ne? Zeigt er mir hier gerade nicht? Hier vielleicht? Ja, Ansehen von 1. Anbieten? Eingeschlagen? Ansehen ändert sich nicht, okay. Ich habe noch mal ein kleines bisschen was dran verdient, okay. Auch wenn es jetzt nicht viel war. Leider hat es nicht das Ansehen angehoben. Hätte ich mir noch gewünscht, dass so ein positives Handelsergebnis dafür gesorgt hätte. Aber gut. Reitpferd ist teurer geworden. Mist, ich war zu langsam. Ach. So. Und jetzt, meine Liebe, gehst du bitte wieder zur Arbeit. Handelsrute. Genau. Denn der Robin wird wahrscheinlich wieder Holz brauchen. Oh ja. Dauert nicht mehr lange und er braucht dringend mehr Holz.
Lassen wir jetzt wieder auf normal laufen oder beschleunigen wir den ganzen Bums? Nee, ich lasse auf normal laufen. Wann ist eigentlich die Wahl? Stellen aber erstmal noch einen Helferlein ein, der jetzt für den Robin immer nochmal die Bretter herstellt. Aber meckern auf hohem Niveau kommt jetzt, da aufpassen. Wer es nicht hören möchte, hört mal 5 Minuten weg oder 2 Minuten, weiß ich nicht. Er stellt hier Eichenholzbretter her, der Edmund. Und aus einem einzigen Brett? Nein, noch schlimmer sogar. Er braucht 3 Bretter, um einen Kamm herzustellen. Das finde ich ein bisschen komisch, ne? Hätte man das nicht so machen können, dass aus einem Brett 3 Kämme hergestellt werden? Ich weiß nicht, wie groß die Bretter sind, aber so ein normal großes Brett, so stelle ich mir das gerade vor. Ich glaube, da könnte man rein aus dem Raussägen heraus locker 3 Kämme herstellen und hat dann immer noch Holz übrig, oder? Ich weiß nicht. Schade eigentlich, ne? Aber das ist so eine Balancing-Frage, die sich halt mit der Zeit noch hoffentlich anpassen wird. Oh, guck mal, in der Schau. Da hat schon jemand was gepachtet. Aha. Wenn wohin soll's gehen? Sie geht nach Moosholz. Das gucke ich mir mal genauer an. Das Schöne ist jetzt aber auch, wenn wir bei denen einkaufen, könnte es sein, dass wir dort Beliebtheit gewinnen, ne? Also in dem Viertel. Genauso wie auch, wenn wir verkaufen gehen. Ach, herrje. Moosholz ist wahrscheinlich das... Ja, hier sind meine Kesselflicker. Moosholz. Ja, die haben es gepachtet, die Hunde. Für wie viel? Was hat das gekostet? 1,5, das geht eigentlich. Das ist eigentlich schon fast okay. Aber ich müsste sie erstmal überbieten. Die Kennedys waren das, alles klar. Und Eichenholz ist hier aber am günstigsten im Moment. Kann man nicht meckern. Ich glaube aber, was richtig wehtun wird später, wenn ich die Mine hier pachte, das wird den anderen richtig wehtun, wenn ich dann sage, ich verkaufe jetzt nichts. Ich lagere das alles schon ein im Lagerraum und bringe es von dort aus auf die Fernhandelsmärkte. Ich werde es nicht auf dem Markt hier vor Ort verkaufen. Allerhöchstens das Eisen, was ich selber brauche. Oder Silber oder was auch immer. Was ich dann für meine eigenen Betriebe brauche. Ich glaube, da kriegen wir die Möglichkeit, wenigstens ein Teilmonopol zu errichten. Was ist hier eigentlich los? Wer braucht hier was? Was denn? Oha! Da wollte der mich ausrauben, aber wir hatten Glück. In Winchester ist gerade Nahrung dringend benötigt. Das ist nicht unser Metier, nicht unsere Branche. Jetzt nicht, bitte. So, wie sieht's aus hier? Sie hat's geliefert. Und sie läuft jetzt schon instant zurück? Oha. Das ist doch wunderbar. Da kann man sich sogar überlegen, jetzt schon die nächste Erweiterung zu holen. Und das mache ich auch. Zack. Nächster Arbeiter. Zack. 350 kostet der mich jedes Mal, okay. Jetzt sind wir aber auch erstmal in einer relativ hohen Investitionsphase. Wie keine... Spinnst du, Luciana? Warum war sie gerade keiner Route zugewiesen? Komisch. Ach Mensch, ich habe total vergessen. Der Matthew, Mensch. Genau, lad das da erstmal ab. Und jetzt sagen wir dir noch, was du machst. Ach, guck mal, einer schau. Alles klar. Trotzdem vielen lieben Dank für die ganzen Hinweise, falls ihr mir unter der letzten Folge so viel geschrieben haben solltet. Wo ich ja speziell nach dem Siegelring gefragt habe. Alles klar. Nö, dann geh raus und spiel. Ja. Erwachsene dürfen sich auch rühmen, uns auch rühmen. Arbeiter antreiben darf auch gerne gemacht werden. Gardisten ablenken. Ich glaube nicht, dass das Beliebtheit bringt. Stattdessen sollen sie lieber auf dem Marktplatz Kisten stapeln. Ratten jagen, genau. Bewerbt eure Betriebe, dürfen die Erwachsenen dann machen. Steine schmeißen, glaube ich auch nicht, dass es so für Beliebtheit sorgt. Bei den Nachbarn entschuldigen dürfen sie sich auch. Furtlechte anspornen. Ich weiß nicht. Aber nee, braucht man nicht, finde ich. Anderen etwas vorlesen, ja. Arbeiter motivieren kommt erst noch. Und Alraune ernten auch. Brauchen wir aber gerade nicht. Alraune ernten wäre dann auch. Doch, ja, hierfür.
hierfür notwendig. Okay, aber wir müssten dazu auch in der Gilde der Alchemisten sein. Jetzt passe ich aber auch erstmal noch die Mengen an, ansonsten machen die das hier immer dreimal hintereinander und das finde ich ein bisschen ineffektiv, weil ich glaube, ist zumindest meine persönliche Meinung, effektiver ist es, wenn du hier eine Abwechslung reinbringst. A, von der Beliebtheit her und B, von den Erfahrungspunkten her auch für die Kinder und Erwachsenen, die dann hier schon anfangen, Dinge zu tun. Matthew ist jetzt gerade bei einer Produktivität von 76% nur. Gebäudebonus minus 5? Inwiefern, warum? Ich glaube, das kleinere Haus hatte minus 10, ne? Das Bauernhaus. Also, je besser die Häuser, desto besser sind die Leute. Und Marge kann mitmachen. Ja, Marge, tut mir leid, da musst du Homer fragen, wenn du was Süßes haben willst. Sehr schön. Schon zwei Kiddies, die sich jetzt erstmal um den Einfluss kümmern können, dass da immer noch ein kleiner Zuwachs da ist und noch ein bisschen Beliebtheit hinzukommt. Und wenn sie erwachsen sind, machen sie halt die Erwachsenentätigkeiten. Unter anderem natürlich auch wieder für Enkelkinder sorgen, ne? So, mit O. Was können wir jetzt noch machen? Ich wollte gucken, wann eigentlich... Nein, ich habe die Wahl nicht gewonnen. Oh! Weil die Familie ein Ansehen mehr hatte, ne? Na gut, dann bewerbe ich mich jetzt hier drauf. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Die Crouches hatten ja einen Ansehenspunkt mehr als ich. Ja, schon... Ist schon nicht ohne hier. Hat der Tyler Crouch einfach mir den Torwächterposten weggeschnappt. Auch das noch. Ernsthaft? Ach nee, Quatsch, Bolton war vorher schon drin. Was ist hier passiert? Angela Passela... Palissa, die war auch schon in der Nacht von 1406 zu 1407, war sie auch schon am Stinken, sag ich jetzt mal. Vielleicht sollte man hier in London doch eher den Baderberuf in Angriff nehmen, weil irgendwie stinken die Leute hier ziemlich häufig. Vielleicht hat es sogar einen geschichtlichen Hintergrund. Hier dürften wir Beweise fälschen und Bücher prüfen. Ich glaube, Beweise fälschen gegen die Holt House könnte witzig werden. Könnte. Taschendiebstahl, Lähmungsgift, Geistesnebel, Gebäude auskundschaften, Zecher aufhetzen. Okay. Felton hat einen neuen Titel und wir haben einen neuen Termin. Ich habe total den Termin verschwitzt, ne? So, aber wie sieht's eigentlich aus? Wir dürfen eigentlich noch einen weiteren Betrieb haben. Ich glaube, ich stelle sogar noch einen Tischler hier rein. Jetzt ist bloß die Frage, was stellt er her? Die Fässer sind eigentlich nicht so gewinnbringend, ne? Dann vielleicht doch lieber die Gehstöcke, aber da müssen wir Wolle und Leder einkaufen. Aber wir hätten dann wenigstens kein Überangebot an Kämme. Ich will nämlich vermeiden, dass mir die Kämme irgendwie vom Preis her einbrechen. Achso, Mensch, ich habe ja noch voll langsam eingestellt hier, sorry. Ich könnte mal eben noch gucken, wie sieht es eigentlich in den anderen Betrieben aus mit den Preisen gerade. Die Dolche. Immer noch stabil. Dolche gehen eigentlich irgendwie immer weg, habe ich das Gefühl. Könnte sich noch überlegen, ob man vielleicht jetzt doch nochmal auf Wurfmesser geht. Weil ich hatte ja im Nachhinein doch mal festgestellt, eigentlich passt es so. Ach nee, mit dem Kupfer haben wir wieder das Problem. Weil Kupfer einkaufen ist natürlich teurer, als wenn ich das Eisenerz kaufe und daraus Kupfer herstelle. Ne? Was ist hier eigentlich los? Da läuft gerade zu viele Hölzer rüber. Warum gehst du nicht um die Ecke zu Holzmoos? Eigenartig. Na gut. Dauert jetzt leider länger. Und er holt nur 20. Bist du des Wahnsinns? Jetzt geht er noch nach Chelmford. Was holt er da? Eisenerz. Okay. Es wäre allerdings praktisch, mein Lieber, wenn du schneller unterwegs gewesen wärst. Dafür habe ich dir ein Pferd gegeben. Spinnst wohl. Bis er ankommt, ist Feierabend, dann werden sie über Nacht wieder nicht arbeiten. Das ist natürlich immer ärgerlich, sowas, ne? Hier läuft der Laden mit Melissa. Die hält sich vernünftig dran. Die holt immer schön so das, was da ist, ne? Jetzt fährt sie gerade wieder 12 Holzschilder auf einmal weg. Na, das wird nochmal ordentlich klingen in der Kasse. Wie wir hier schon sehen, der Preis sinkt immer weiter, weil ich zwei Betrieben sage, dass sie das selber herstellen sollen. Vielleicht sollten wir doch nochmal umsteigen in einem Betrieb auf eine andere Produktion. In dem Fall Fackeln.
falscher Betrieb. Ich habe mir gerade gewundert, warum ist ein Lucianer hier Fuhrknecht, aber ja klar, ich weiß warum. Na gut, dann würde ich sagen, müssen wir das mal im Auge behalten? Das war jetzt hier noch... Nee, Quatsch, gar nicht. Ich weiß, wie ich das mache. Moment. Theobald! Du bist eh gleich da, ne? Ja. Dann gehst du jetzt gleich mal in den anderen Betrieb rein und lädst dort einfach die Sachen ab. Das Eisenerz? Hallo? Keine Pause. Das wird Blasen geben. Bin schon unterwegs. So. Geht doch. Eisenerz wird hier abgeladen. Damit helfen wir der Melissa ein bisschen. Dann gehst du wieder hier hin. Schon unterwegs. Ja, finde ich schön, dass du unterwegs bist. Hier lädst du mal das Holz ab. Und dann ändern wir die Produktion jetzt auf Fackeln. So. Allerdings kostet das, glaube ich, immer 3 Holz, ne? 3 Kiefernholzbretter. Es wäre vielleicht doch langsam angebracht, wenn wir doch eine Pacht nehmen. Ja, ich probier's. Lagerregeln einhalten und Holzmoos hätte ich gerne. Nee, das ist die Mine. Ach, guck mal, einer schau. Holzmoos wird nicht mehr gepachtet von der anderen Familie. Na, das ist doch perfekt. Dann gebe ich jetzt hier mein Angebot ab für 1,5. Gebot platzieren. So. Das Geld haben wir ja gerade, denn es wurden anscheinend 1000 Kämme verkauft oder so. Warum hast du eigentlich nichts zu tun, Luciana? Weil du 80 Holz geliefert hast. Warum lieferst du 80 Holz? Bist du es Wahnsinns? Ich habe dir gesagt, dass Min- und Max-Menge 60 sein soll. Aber gut, mach mal, mach mal. Dein Mann wird die Nacht wieder durcharbeiten, wahrscheinlich, um erstmal Bretter zu sägen und Kämme herzustehen. Na gut. Das ist echt krass mit diesem falschen Bonus. Der Preis ist relativ stabil, muss ich sagen. Es scheint ein sehr, sehr beliebtes Verbrauchsgut zu sein, der Kamm. Na gut, Zeit laufen lassen, Robin. Nicht immer muss rumlabern, auch ein bisschen Zeit laufen lassen. Und später gehen wir natürlich so richtig schön in die Vollen und stellen Möbel her. Guckt euch mal die Preise hier an. Handkarren können wir selber herstellen. Für Handkarren bräuchte ich dann Nägel, die kann ich in der Grobhandwerkerhütte herstellen. Eichenholzbretter und Holzfassungen kann ich hier vor Ort herstellen. Da muss ich noch Pferde kaufen. Die könnte ich sogar eventuell durch Fernhandel importieren, falls hier vor Ort zu wenig sein sollten. Ich könnte mal gucken, Pferde im Allgemeinen auf dem Markt. Ich habe Luciana ausgewählt. Allgemein Pferde. Sind ja nicht Reitpferde, ist ja ein Unterschied, ne? Alle Waren. Pferd. Guck mal diesen geringeren Kaufpreis ein, ne? An. Für circa 500 bis 700, sage ich erstmal ganz grob geschätzt, kaufe ich dann so ein Pferd ein. Und habe dann aus diesen Wagen heraus circa 2000 Gewinn pro Wagen, der hergestellt wird. Die Produktionsdauer wäre allerdings 13,2 Ingame-Stunden. Bis es aber soweit ist, brauchen wir sowieso erstmal Holzverarbeitungsstufe 4. Was uns wiederum auch ermöglicht, noch 2 weitere Angestellte hier reinzustellen. Das ist ein bisschen wenig, verdammt. Ich habe auf mehr Angestellte gehofft. Aber gut. So, es ist schon wieder Feierabend und ich habe schon wieder 10.000. Dann würde ich auch sagen, gucken wir mal. Für 8.500 Einfluss, okay. Ich kann das noch gar nicht so machen, wie ich eigentlich gewollt hätte. Aber ich bin wirklich mal überlegen, ob ich jetzt doch die Wurfmesser freischalte. Nägel brauche ich ja später sowieso. Dass ich jetzt noch eine weitere Grobhandwerkerhütte baue, die wiederum dann Wurfmesser herstellen soll. Muss ich mir nochmal genauer angucken hier. Aber Kupfer kaufen ist immer so... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen soll. Es ist eigentlich nur ein Einkaufsunterschied pro Stück von 4 Gulden. Ich weiß. Aber da kommt schon wieder der Geiz in mir durch irgendwo. Dafür, dass ich das Kupfer selber herstellen kann. Ich habe jetzt aber momentan einfach das Problem, ich kann gerade nur einen Betrieb bauen. Wenn ich eine Scheune baue, gilt das als Betriebsgebäude. Das ist jetzt mein Dilemma. Eigentlich bräuchte ich jetzt zuerst eine Scheune. Dann den Aufstieg. Und alles in Ordnung. Also den sozialen Aufstieg zum Freibürger und dann die nächste Grobhandwerkerhütte. Aber das lohnt sich nicht. Dann baue ich doch lieber erstmal noch einen weiteren Tischler, glaube ich. Ja, dann mache ich das hier später.
Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn ich das später mache. Obwohl man sich aber überlegen könnte, ob man hier auch ein bisschen noch rein investiert. Fast versehentlich gemacht. Zum Glück muss man das mittlerweile erst noch bestätigen. Ich glaube, da könnten wir uns tatsächlich mit den Bauernfamilien, die Hufen haben und die Bauernhäuser haben und so, mit denen ein bisschen gut stellen. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Weil wir bei denen dann die Wolle abkaufen. Die Wolle, die ich ja später sowieso noch bräuchte, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? War das nicht irgendwo? Wo war's denn? Falsch. Hier? Braucht man hier nicht irgendwo noch Wolle? Und wenn ja, wofür? Hier! Für den Gehstock tatsächlich. Bräuchte man Wolle und Leder von den Bauern und den Schlachtbetrieben, ne? Obwohl ich natürlich nicht weiß, funktioniert das wirklich so? 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Dass man sich beliebter macht bei den anderen Dynastien, wenn man bei ihnen einkauft. Gute Frage, nächste bitte. Ich möchte mal im Verkaufslager jetzt hier bei den Kämmen sagen, dass die bitte auf 5, nee, sogar auf 10 sich hochstapeln sollen. Weil ich habe ja festgestellt, über Nacht kaufen die Leute ja trotzdem Kämme. Aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt lieber nicht genau erklärt haben möchte. Das würde irgendwo Sinn machen. Dann hätte ich mich über Nacht noch einkommen, während die Furtknechte gar nicht unterwegs sind. Und ich mache mich halt beliebter durch den kleinen Rabatt, den ich gebe. Mache ich jetzt ja auch. So, 5. Und hier gehst du auf 10 hoch. So. Und wir reparieren das Gebäude aber einmal noch vorher. Zack. Zack. Jetzt, wo ich gerade das Geld habe und eigentlich nur darauf warten muss, dass der Einfluss da ist. Oder ich so viel Geld habe, dass ich Einfluss kaufen kann. So, hier wird produziert Fackeln. Die Fackeln könnten wir mal auch auf 10 anheben. Und da gebe ich auch 5% Rabatt. So. Und reparieren einmal. Zack. Zack. Dann gehen wir hier noch hin. Hier sind es die Holzschilde. 5. Und hier gebe ich auch jetzt manuell ein, die 10. Und reparieren. Zack. Oh, Melissa traut sich mal, sich wieder zu bewegen und nimmt gleich 12 Holzschilde mit. Sehr schön. Ach du Heilige, was für ein schlechter Preis. Junge, nee. Werden wir das alles wahrscheinlich wirklich exportieren müssen, wenn es so weitergeht. Oder ich produziere halt später irgendwas anderes. Aber eigentlich war es eine gute Investition, weil es hat uns ja dahin gebracht, wo wir jetzt sind, ne? Und es spielt ja immer noch ein bisschen was ein. Und später brauche ich ja dann auch die Bretter von hier. Wenigstens von einem Kesselflicker. Ich bringe das jetzt nach Chemfold. Schade. Vor allem auch wieder so am ADW, ne? Eure Anweisungen? Wie wär's mit Arbeiten? Hältst du davon? Geht doch. Danke. Weitermachen. So, das nächste Kind ist bald soweit. Der Peter Parker. Stimmt, ist ja der, der von der Spinne gebissen wurde, ne? Wo sehe ich das jetzt eigentlich im Nachhinein? Ach du Heilige. Mal der Spinne. Ja, wo sehe ich das jetzt bei ihm, das Mal der Spinne? Wo kann ich dann nochmal nachlesen, was da stand? Ach ja, übrigens, Tutorial. Ha, ganz vergessen, euch zu zeigen. Ja, gut. Was? Hier hat jemand eine Rüstung von 250? Plattenrüstung anscheinend. Holla, die Waldfee. Das müssen aber noch alte Werte sein, hier von den Bildern, ne? Lebensdauer, okay, aber daran erkennt man ja immer nicht so viel. Man sieht nicht, wie alt sie werden können. Bin ich jetzt blind oder blöd oder beides? Wo ist denn jetzt das Mal der Spinne aufgelistet? Manu. Ach Mensch, apropos Meldungen und so. Wie sieht's aus mit den Wahlen? Wann war hier die Wahl selber? 1408 um 13.55 Uhr. Na, das werden wir dann wohl eher in der nächsten Folge erleben, ihr Lieben. Was kostet mich momentan eigentlich Einfluss einzukaufen?
Es würde mich jetzt 3,5 kosten. Ich erinnere euch nochmal daran an die 50. Folge, als ich hier neu angefangen habe, auf der London-Karte. Oder die 51. Eine von den beiden. Da hatte ich euch den Preis gezeigt. Der war locker unter 2000. Ich glaube, 1,2 war der so ungefähr. Bei 1,2. So Pi mal Daumen. Aber ich könnte es mir jetzt leisten, tatsächlich. Dass ich einen Amtsträger besteche und mich damit auch wiederum beliebter mache. Das ist eine Idee. Aber ich glaube, ihr Lieben, das gucke ich mir dann jetzt mal in Ruhe zwischen den Folgen an. Der Timer meckert eh gleich. Ja, in 5 Sekunden. Ist ja perfekt heute. Ihr Lieben, ich gucke mir das jetzt, wie gesagt, in Ruhe mal an, bei wem ich mich am effektivsten beliebt machen könnte. Vielleicht suche ich mir sogar jemanden raus, der darüber entscheidet, ob wir gewählt werden in das Amt oder nicht. Also hier in den Ratsinformanten. Da könnte man sich jetzt mal gucken, ausgucken, Marktvogt, Steuereintreiber und Zollmeister, ob man sich da beliebter machen könnte, ob das was bringt. Denn momentan habe ich aber auch noch keine Gegenbewerber. Aber ich sehe, beim Marktvogt bin ich bei 4 ansehen, bei den anderen bei 12. Ich versuche mal herauszufinden, woran das liegen könnte und werde euch dann am Anfang der nächsten Folge das erzählen, was ich denke, dass es das sein könnte. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder ein. Ciao.